bringe hier einen kleinen Wasserstoffgenerator namens H2K Plus zum Laufen. Er liefert angeblich die stärksten Werte von allen. Aber dies wird in der Werbung mit einer Messung eigener H2-Messtropfen dargestellt, sodass sich bei mir Zweifel ergeben haben, ob diese von der Vertriebsfirma Iron Farms hergestellten Wonderlab-Tropfen mit den marktüblichen Wasserstoffreagenzien überhaupt vergleichbare Ergebnisse liefern. Denn dieses H2K Plus wirkt auf mich nicht so stark wie andere Wasserstoffgeneratoren, jedenfalls nicht stärker. Das sind also diese Wonderlab-Tropfen in der kleinen Kanüle. Die vergleichen wir jetzt. Normalerweise messe ich mit H2 Blue Eco Formula von H2 Sciences in den USA. Weithin anerkannt sind auch die MIZ-Tropfen, die haben das Messverfahren mit dem Methylenblau und Platinkolloid schließlich erfunden. Dann teste ich auch noch mit den H2 Blue Classic-Tropfen, die sind auf Ethanol-Basis und nicht wie die Eco-Formel. Und dann auch noch mit den Blue Water-Tropfen von H Plus Care in Korea. Wir haben also Tropfen aus Korea, USA, Japan, wieder USA und Korea zum Vergleich. Man sieht kleine und große Wasserstoffblasen aufsteigen in der Flasche. Die man sieht, die sind eigentlich unwichtig, denn das ist der Wasserstoff, der sich nicht gelöst hat. Unseren Test interessiert aber nur, wie viel Wasserstoff hat sich im Wasser gelöst in der Produktionszeit. Jetzt lief es vor dem Filmschnitt 2 Minuten 53 Sekunden, jetzt 3 Minuten 5 Sekunden, jetzt 3 Minuten 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Das wäre jetzt die offizielle Betriebszeit, mit der geworben wird. Es geht aber noch weiter. Jetzt stoppt es bei 3 Minuten 57. USB-C-Kabel abstecken und nun hören Sie gut zu, wenn ich die Kappe abziehe und die Flasche öffne, dann schön viel Gasdruck. Jetzt entnehme ich die Probemenge von 6 ml. Ich fange an mit den Wonderlab Tropfen. Eins, one, zwei, two, drei, three, vier, four, fünf, five, sechs, six, sieben, seven, acht, eight, rühren. Nein. Zehn. Rühren. Zehn wird erreicht. Ten is done. 11. Elf. 12. Rühren. Auch 12 wird noch entfernt. 12 is still done. 13. 13 Tropfen. Rühren. Wird nicht mehr entfernt. 13 is done no more. Also 12 Tropfen. Jetzt zum nächsten. Then we take the next one. H2 Blue Eco Formula. 1, 2, 3, 4, 5,
6. 6. Six is done. 7. 7. 8. 8. 8 is not done. So we had 12, 8. Now the next one. I set reagent 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Rühren. 7 is done. 8. 8. 8 is not done. 8 ist nicht entfernt. Now the ethanol formula of H2 blue. Jetzt die Ethanol-Version von H2 Blue Kit. Eins, one, two, zwei, three, drei, four, five, six, sechs. Rühren. Sechs. Entfernt. Nicht. Also nur 5. 6 is not done. Jetzt H plus Care. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Rühren. 5 is done. 6. 6. Rühren. 6 funktioniert fast. 6 is almost done. 7 klappt nicht. Will be not done. 6. Wir haben also gesehen, dass die Wonderlab-Tropfen. Now we see that these Wonderlab drops signifikant mehr anzeigen als alle anderen. So definitely, significantly more than all other drops on the market. Da stimmt offenbar etwas nicht. So something seems to be wrong with. Damit sind natürlich auch die Aussagen über die angebliche Stärke dieses kleinen Geräts im Feld der Wasserstoffbooster nur relativ zu nehmen, und es ist mit Sicherheit nicht das stärkste Gerät, das kenne ich durch Vergleiche mit anderen. Und man muss halt aufpassen, wem man in diesem Markt vertraut. Now we are testing the other. H2 cap. Oh. I'll connect with the line and start the watch. And this time, we only test with the H2 Blue Eco reagent, because, in my opinion, this is the most safe reagent
on the markets. The MIZ are safe as well. Also, these are not so wrong, but this one show really too much. This is optimistic. This is half a liter. And the other one with the smaller bottle neck here connection was nearly 4 minutes. So it was 3 minutes 57 seconds, and we will see if the other one needs the same time. Now we have 2 minutes and 15. Minutes and 10. Maybe you can see it. The camera, it's still running. Still doesn't stop. 4 minutes and 29. Still doesn't stop. 4 minutes 40. Still doesn't stop. Now it stops at 4 minutes 7. Okay.
now listen to the noise. Not so loud like the glass bottle was. Little bit more. H2 Blue Eco Reagent. One, two, three, four, five, six. It does six. Seven. Does not seven.